Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video mit eurem Chronostarth und Jo ist heute wieder mit dabei. Hallo. Und eine neue, / alte Kreation, für ihn neu, für mich alt, seine Rosenheim. Und ja, Jo, wo haben sie denn das Schiff her? Ja, Max hat mal so ein bisschen seine Flotte ausgemistet und die Sachen, die nicht mehr wirklich zu retten waren, beziehungsweise für ihn nicht mehr zu retten waren, die hat er halt verscherbelt. Und da ich momentan quasi Zeit hatte und Bock hatte, habe ich mich entschieden, seine alte Caledonia hier mal ein bisschen aufzuwerten. Ja, das ist ja klasse, ne? Es soll wohl ein deutsches Schiff auch wieder sein, passend zu deiner storyhaften Reederei. Zu einer gewissen Zeit, was auch diese Flagge am Heck erklärt, also zur Zeit der 30er. Und wir wissen, was in Deutschland in der Zeit der 30er war. Also aus historischen Gründen hier auch diese Flagge. Ja. Hm. Und jetzt sonst noch irgendwas dazu? Ja, also nur so allgemein so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Das Schiff ist jetzt nach meiner Geschichte 1938 quasi in Dienst gestellt worden. Und ist nach meinem Heimatlandkreis Rosenheim benannt. Also einige werden schon wissen, woher ich komme. Also ich mache kein Geheimnis draus. Ich wohne nicht selber dort, aber die Stadt hat für mich persönlich halt schon recht viel im Alltag eine Bedeutung. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, warum nennst du nicht mein Schiff danach? Ja, und so ist dieses Schiff gewissermaßen entstanden. Anfangs hatte ich erst einen anderen Namen geplant, aber es ist dann letztendlich der hier geworden. Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, so Daten dazu, also dass es mehr Mittelmeer, ja, ich rede schon mehr, dass es mehr Mittelmeerraum unterwegs gewesen ist. Mhm. Ja, und halt auch später dann von der Reederei schon für erste so Experimente quasi, was das Kreuzfahrtkonzept anging, verwendet wurde. Und später dann halt auch die Klassentrennung nicht mehr so strikt war. Also dass auch teilweise ein bisschen wie auf der France, dass die Touristenklasse, die erste Klasse, sich vermischen konnten. Mhm. Aber halt in den späteren Jahren. Ja gut, wie das auf der France immer ist, da konnte ich nur mutmaßen. Das wird aber wohl so sein, weil da sind keine Absperrungen. Gut, ja. Also, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo reinjumpen kann, ja. Ja, das hier, ich meine, standen wir mal im klassischsten natürlich, das hier ist die Brücke. Ja, ja. Ja. Den Rest würde ich aber erstmal quasi lassen, also weil, ja, das könnte man sich für eine Promotion aufbehalten, wenn man denn eine macht. Einen Rundgang oder? Rundgang. Was ist heute wieder los, Alter? Jetzt eigentlich schon wieder von vorne anfangen. Ich verspreche mich so oft. Ja, dann können wir mal kurz hier vorbei. Ja, hier hat die erste Klasse ihre zwei Tennisfelder. Wir profitieren jetzt übrigens auch von diesen neuen Zäunen hier, offensichtlich. Ja. Habe ich mal gedacht, das kann ich mal verwenden. Ja, Sport, ne? Also ich war früher bei der alten Caledonia Circassia, das war ja alles ziemlich gleich. Ein paar Unterschiede gab es schon zwischen den Schwestern, aber hier war ja mal ein Pool. Ja. Der ist ausgebaut worden, deswegen gibt es jetzt hier ein Tennisfeld. Ich habe ursprünglich überlegt, ob ich hier noch einen Pool einbaue, aber ich hatte den Platz im Endeffekt nicht, also habe ich es gelassen. Mhm. So, dann werden wir mal kurz runtergehen. So. Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf heute. Hier sind wir im hinteren erste Klasse Treppenhaus. Ah ja. Und man sieht schon, es ist jetzt nicht mehr so prunkvoll, mehr, also ein bisschen schlichter, Schleiflackwände und so, ne? Also die 30er haben Einzug gehalten. Mhm. Ja, und hier haben wir dann auch schon den Wintergarten. Der ist recht ähnlich wie auf der Castra Regina auch. Hat halt auch die ähnliche Form hier am Heck, so dieses halbrunde Gebäude quasi. Mhm. Ja, doch. Ja. Aber was willst du auch sonst da so reinmachen? Ich habe mir gedacht, das ist so eine schöne Kontinuität. So, dann können wir... Könnte man sich aufsparen. So. Das ist ein bisschen wie bei AIDA, also dieser kontinuierliche Einrichtungsstil, den man über mehrere Schiffe hat. Jo. Dann, wir gehen jetzt mal nach vorne. Dann können wir jetzt mal hier in eine Kabine reingucken. So sehen die hier oben aus. Also der Stil ändert sich eigentlich nicht groß. Die haben eigentlich alle so ziemlich gleich. Also hier ist nicht mehr so der Fokus auf Kabinen, sondern mehr auf auch vielleicht einer nicht ganz so, ja,
zahlfähigen deutschen Mittelschicht Urlaub zu ermöglichen. Ah, weil ja. Es geht ja schon in die KDF-Zeiten hier rein. Aha. Ja, gut. Darum sind die Kabinen und generell alles nicht mehr ganz so prunkvoll und das Schiff generell. Also der Fokus ist mehr auf der Reise als auf dem Schiff selbst. Ah, das ist schon ein bisschen historischer Kontext hier auch drin. Ein bisschen, ja, tatsächlich. So, können wir mal. Ja. Das habe ich jetzt hier eingeführt, das kann ich kurz erwähnen. Das wird man dann auf der Castra Batava auch sehen. Es gibt jetzt Lightboxes. Gut, gut, gut. Gut, vorne müssen wir dann nicht rein, weil, ja, kennen wir schon. Also beziehungsweise, ja, es sieht halt nicht anders aus auf anderen Schiffen auch. Ja. Das ist was die Leute auch erkunden können. Ja. Also das hier noch kurz. Es gibt hier auch auf dem Schiff überall so, ja, schwarze Bretter quasi, wo für die Passagiere was weiß ich angepinnt wird. Das hier sind dunkle Kabinen, weil ich hier keine Doppelwände gemacht habe. Ja, ist klar, ne? Sonst ist es ein bisschen eng. Na, ja, Aufzug hier. Gibt es zwei. Aha. Dann rennen wir mal wieder hinter. Ich glaube, hier ist... Ja, genau. Hier ist wieder eine meiner typischen Kabinen, die hier so Fenster zum entweder Lade- oder Engine-Hatch haben, je nachdem. Ja. Hier ist es der Engine-Hatch in dem Fall. Ja, doch, das ja. Ist ganz gemütlich. Das suggeriert einem so ein bisschen, dass man eine Außenkabine hat, obwohl man keine hat. Ja, dann gehen wir nochmal weiter runter, weil mehr müssen wir jetzt hier nicht zeigen. Hier sind wieder bloß Kabinen da hinten. Das können wir uns sparen. Typisch auch wieder die Vitrinen, die auf einem Schiff rumstehen. Es ist schön. Hier wird sehr viel ausgestellt. Hier geht's dann auch auf die Promenade schon. Ich habe hier diese bodenlangen Fenster von der Caledonia übernommen, weil ich mir dachte, was? Ich habe nur teilweise die Aufteilung ein bisschen verändert. Ja. Ah ja. Dann können wir mal kurz hier hinter. Hier gibt es halt dann nur Kabinen, weil also ich habe hier dann auf irgendeine Veranda verzichtet. Aha. Sonnenliegeplätze, ja, der Standard. Man kann hier tatsächlich, das habe ich mir sogar überlegt, hier kann man so eine Schiebewand zumachen. Falls das Schiff wieder nochmal im kalten Wetter unterwegs wäre, kann man hier quasi dicht machen. Okay. Bleibt es auf der Promenade warm. Gut, gut, gut. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. Dann werden wir mal hier durchgehen. Das hier ist der Rauchsalon der ersten Klasse. Ist jetzt halt, ja, eher gediegen, nicht irgendwie groß oder prunkvoll. Das war es ja auch schon auf der Casta Regina nicht mehr. Ja. Mhm. Gut, falsche Seite jetzt, aber egal, wir können mal kurz hier durchgehen. Dann sieht man auch meine Pantry. Die habe ich tatsächlich auch von der Caledonia übernommen. Das heißt, die habe ich nur ein bisschen... Ja, optisch aufgewertet, aber die war hier tatsächlich auch auf der Caledonia. Gut. So, dann sind wir wieder im vorderen Treppenhaus. Kann man sich mal schön hier von unten das auf sich wirken lassen? Ja, doch. Das ist diese prachtvolle Lobby hier. Denkt man gar nicht von dem Schiff. Dann haben wir hier vorne das Gesellschaftszimmer. Ja, wir profitieren immer wieder von diesen neuen Blöcken, die in den letzten Updates dazugekommen sind. Auch die neuen Stühle hier. Hm. Das ist einfach immer wieder toll. Ja. Und hier hat man dann, na gut, ich habe hier jetzt keine Türen eingebaut, also da muss man dann übers Treppenhaus gehen, dass man dann auf die Promenade kommt. Ja, gut. Das ist, denke ich mal, verkraftbar. So, ja genau. Also hier kommt man eigentlich hier ins Treppenhaus, wenn man normaler Passagier ist. Hier ist also auf der einen Seite die Pantry, auf der anderen Seite ja, das ist diese Long Gallery hier, das kennen wir ja noch. Und dahinter war dann eigentlich mal ein Smoke Room und vorne war irgendwie Lounge und solche Sachen. Was ist das hier dann für ein Raum? Also das hier ist das Mockroom, wo wir eben waren. Wir sind bloß eben auf der anderen Seite durch. Ah, ja, ja, okay. Also hier kommt man als normal zahlender Passagier von einem Treppenhaus ins andere. Mhm. So, wieder ein Deck tiefer gehen. Hier sieht man wieder diese Lampen. Mhm. Die mag ich ganz gerne, deswegen sind sie auch hier verbaut. Dann haben wir hier einmal den Info-Tresen. Ja, na, das ist wieder typisch. Wenn man schon so viele Schiffe gesehen hat und so viele Infotresen, dann hüpft man jetzt auch nicht mehr. Ja. Der Zahlmeister, der ist hier daheim. Mhm. Okay. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es den Friseur und Barbier, der hier tatsächlich in einem Raum ist, weil ich keinen Platz für zwei getrennte hatte. Ah, ja. Kann man mal so reinlogen. Ja, gut. Und wenn man hier nach vorne geht, das ist ja auch wieder nicht symmetrisch, auf der anderen Seite befindet sich ein Kühlbereich, dann hat man hier den Club Loreto. Ah ja, und der heißt so, weil?
benannt nach der Loreto-Wiese in Rosenheim. Aha. Quasi die Festwiese, wo das Herbstfest stattfindet und so weiter. Ah ja, siehst du mal. Ist eigentlich auch keine Wiese mehr, sondern ein großer Parkplatz, aber heißt halt immer noch so. Ah, und ja, darum haben wir halt hier, ich habe mir gedacht, warum nenne ich jetzt nicht diesen Raum einfach mal nach irgendwas, was irgendwas mit Rosenheim zu tun hat, wenn man schon auf der Rosenheim ist. Also ist es Club Loreto geworden. Ja, ist halt auch so ein... Hier kann man dann tanzen. Ja, so ein Hybrid aus, so ein bisschen halt Tanzbar und halt, also generell Tanzlokal und Bar und Nachtclub so ein bisschen. Weil es sind ja die 30er. Oh ja. So. Wenn wir das haben, dann können wir jetzt mal nochmal kurz nach hinten durchrennen. Beziehungsweise, ja doch, einmal können wir noch kurz. Wollen wir gleich in die zweite Klasse hintergehen? Das ist eigentlich ziemlich egal. Ne? Also. Ich würde sagen, wir rennen gleich kurz. Dann können wir mal kurz die zweite Klasse anschauen, halt mal anteasern quasi. Mhm. Weil ist hier nur eine Promotion. Hier kann, also das hier ist tatsächlich für die erste Klasse, die können hier hoch zum Deck, wo wir eben schon waren. Ja, gut, okay. Logistik und, hat sich verbessert. Ja. Weil hier war ja, glaube ich, ursprünglich offen auf der Caledonia, aber ich habe mir so gedacht, ich mache hier eine Wand rein, dann ist das hier quasi noch so das Aufgang und die Touristenklasse beginnt ab hier. Mhm. Hier stehen wir halt, gut, ja. Die haben hier einen Außenbereich. Halt mit Sitzbänken und so. Ja. Und dann ist hier das Treppenhaus. Da auch wieder der Blackstone, also die neuen Blöcke fließen sofort rein, da müssen wir gar nicht lange warten. Das sind deine Ventilatoren, auch interessant. Jo. Ja. Ich wollte es nicht allzu deckig machen, weil die Räume hier sind ja leider nicht allzu hoch. Ja, die haben hier halt eher so Laden für Bordbedarf und Souvenirshops. Wenn man hier dann nach unten geht, dann hat man hier einmal halt den Rauchsalon. Ist halt jetzt nichts Besonderes. Der hat den gleichen Stil wie das Treppenhaus. Ja. Dann haben die links und rechts Barbier und Friseur. Ja, okay. Und hier haben wir den Gesellschaftsraum. Aha. Ja, also in der zweiten Klasse sind die 30er schon eher angekommen. Ja. Also Touristenklasse. Ich vergesse immer Touristenklasse zu sagen. Es ist eine Touristenklasse. Ja, doch. Mal gucken, was ist alles neu? Also diese neuen Wirrholzstühle hier, dann natürlich diese pinken Treppen, diese Karmesin-Treppen, Karmesinholz, das ganze Zeug, was es der Nether für uns bereithält. Und die typischen Jo-Lampen dürfen wir nicht vergessen. Ja, die haben in der ersten Klasse gefehlt, darum haben sie hier wieder ein bisschen ihren Auftritt bekommen. Dann hat die Touristenklasse hier ihre geschlossene Promenade, ja, das ehemalige Brunnendeck der Caledonia. Ja, gut. Ja, und das war's dann von der zweiten. Oder warte, einmal werden wir noch kurz zurückgehen. Dann können wir mal kurz noch ein Deck tiefer gehen, dann können wir uns... Wobei, nee, das zählen wir anders auf. Abort Mission, doch zurück aufs Brunnendeck. Doch zurück aufs Brunnendeck. Ja. Ja, na, ihr seht, wir laufen hier gerade einfach ein bisschen ziellos durchs Schiff, aber warum nicht, ne? Ja, bei dem Schiff ist das so ein bisschen, weil hier kann man leider nicht so unbedingt durch. Bei der Castra Batava hat man eher Durchgänge, hier ist das leider ein bisschen anders. Das muss ich ein bisschen... Okay, Lüftung und dann keine Tür. Tun wir mal so, also das hat niemand gesehen. Keine Ahnung, warum das ist. Ich glaube, ich habe was geflippt oder sonst irgendwas. Ja, also hier befinden wir uns in ersten Klasse Kabinengängen hier. Ja, die Kabinen kennen wir ja auch schon grob. Können wir mal eine Innenkabine hier so. Eins kann ich hier ansprechen. Hier, also diese Kabinen sind auch darauf ausgelegt, dass man zum Beispiel hier, man sieht das hier über vielen Betten oder Couches bei mir, dass man hier noch ein zusätzliches Bett ausklappen kann. Das ist quasi dann eben schon Platzmaximierung, eben falls hier Familien auch mal mit Urlaub machen wollen, dann können die hier auch die Kabinen mit mehr Leuten belegen. Ja, doch, also das ist schon innovativ. Ja, dann ist hier das hintere Treppenhaus, das kommt hier runter. Sind das Magnete, die hier dran sind? Ja, es sollen Magnete sein. Da werden dann so Dinge irgendwie angepinnt oder angeheftet. So, kommen wir hier vorne durch, ja. Dann müssen wir mal vor. Okay, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Scheiß. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier vor. Ich glaube tatsächlich nicht. Müssen wir uns noch fast durchbohren. Das ist jetzt ja auch... Ja, ich bohre mich mal kurz. Ja, dann kommen wir mal jetzt kurz hier durch. Also hier kommt man nicht durch,
vom vorderen Treppenhaus geht's hier in den, das ist der erste Klasse Speisesaal. Ah ja. Ja, wir müssen auch irgendwann mal Schotten haben, ne? Also das Schiff muss hier trotzdem nur sicher sein. Ja. Von daher, wenn wir jetzt hier im Haupttreppenhaus sind, man geht runter, das kennt man ja auch teilweise so ein bisschen noch aus der Klettung. Da musste man umsteigen dann irgendwie und einmal ums Treppenhaus rumgehen oder so. Aber das ist wohl der Raum immer noch, ne? Ja, das Umsteigen gibt es hier gewissermaßen immer noch. Das existiert hier noch. Also auf einer Seite geht es hier in den Küchenbereich und hier geht es aufs C-Deck runter. Gut, gut, gut. Wenn wir hier dann runterkommen, dann gibt es hier nochmal so einen kleinen Kabinenbereich. Ja. Warte, hier hinten nicht. Und hier gibt es noch eine Treppe nach unten, die dann schon sehr versteckt ist. Und wenn man hier nach unten geht, kommt man hier zum Schwimmbad. Wie tief kann es noch gehen? Vor allem dahinter ist es so ein. Hast du da Lampen platziert oder was ist das? Ne, das ist hier der Engine Hatch wieder. Ah, okay. Oder? Ich guck mal. Ne, das ist ein Ladeschacht. Halt, stopp. Aber ja, hier geht's ein Fenster zum Ladeschacht. Und hier ist das Schwimmbad. Ja, lieber Gott. Ja, die 30er müssen ja irgendwo auch komische Stilblüten treiben. Ja, ja, das ist schon klar. Und manche Schiffe haben da auch ordentlich nachgelegt, aber. Er ist noch nicht so vorbereitet, also man kann sich hier überraschen lassen durch manche Farbgebungen. Ja. Und im Grunde war es das dann eigentlich auch schon ziemlich. Wir können mal kurz hier durchlugen. Hier geht es dann im Crewbereich, der sieht so aus. Aber das könnte man sich dann aufheben für einen eventuellen Rundgang. Da ist dann auch ein schöner Dado, ne? Gut. Sehr gut. That's about it. Wobei, eine Sache, sollen wir den zweiten Klassenspeisesaal noch zeigen oder sollen wir den aufbewahren? Ja, warum zeigen wir den nicht noch schnell? Dann. Okay, warte, jetzt muss ich jetzt kurz überlegen, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Komm ich nochmal kurz hier durch. Plong, plong, plong. Ja, wir können das Schiff hier gerne anschneiden, das ist kein Problem. So, dann rennen wir nochmal hier durch. Gerne fliegen. So lange ist es nicht, man kommt relativ gut von A nach B. Ja. Dann machen wir es doch jetzt hier. Dann zeigen wir noch ein bisschen was von der zweiten Klasse unten. Touristenklasse natürlich. Das wird nie aufhören, dass ich das so nenne. Ja, das hier ist der Einstiegsbereich der Touristenklasse. Ja. Gut. Sehr kompakt. So soll es sein. Ja. Und hier unten, wenn man dann hier durchgeht, da muss man tatsächlich jetzt auch umsteigen. Das habe ich jetzt hier so gemacht. Das sind hier einmal die Kabinengänge. Jetzt können wir mal hier kurz. Schauen wir mal in eine. Ja, so sieht eine zweite Klasse Kabine aus. Okay, gut. So, wenn wir noch weiter rennen, haben wir hier wieder eine Schotte. Und dann ist man hier beim Speisesaal. Ja, also Touristenklasse kann hier auch gut mitfahren. Wenn das für Kreuzfahrten genutzt wird, dann macht man hier einfach irgendwie ein zweites Restaurant oder so. Kann man das ein bisschen vermischen. Die Stile sind jetzt nicht irgendwie total abgespeckt, dass man sieht, oh, bin ich jetzt hier gelandet, sondern das ist immer noch, immer noch annehmbar. Und hier geht es dann noch ein Deck weiter runter tatsächlich. Also wenn du hier unten deine Kabine hast, musst du bis hier hinter rennen. Vom vorderen Treppenhaus aus. Ja gut, da sollte man dann den Deckplan studieren, den man als Passagier ausgehändigt bekommt. Im Fall eines Falles muss man hier auch rauskommen. Belüftung. Aha. So sieht das hier drin aus, okay. Jo. That's about it. Ja. Also, recht viel mehr gibt es jetzt hier so in einem Rundgang nicht mehr. Rundgang. In der Promotion nicht mehr zu zeigen, es hört nicht auf heute. Also, wenn man dann mehr sehen will, sollte man sich entweder runterladen oder wir machen, wenn es gut ankommt, dann irgendwann noch eine Runde. Ja, also, ihr kennt dieses Prozedere ja für diejenigen, die neu zugezogen sind auf diesen Kanal. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken, da findet ihr in der Regel alle relevanten Informationen für euch. Da könnt ihr dann quasi auch einem Link folgen, der euch Richtung Planet Minecraft führt, wo das Projekt dann auch publiziert wurde. Und ihr seht schon, ich versuche hier auch schon die ganze Zeit noch irgendwo rauszufinden, aber... Hier vorne geht es tatsächlich raus, wenn sie nochmal zurückkommen.
Wenn Sie das hier langkommen wollen, dann kommen Sie mal hier in die Anrichte und dann können Sie hier nach oben gehen. Es ist wie ein Labyrinth oftmals. Und hier geht es dann tatsächlich wieder hier oben raus. Hm. Na gut, aber jetzt haben wir ja die Haupttreppe, ne? Ja, also, wie schon gesagt, einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Lasst doch gerne auf Planet Minecraft einen Diamanten da. Jo hat sich viel Mühe gegeben, das Schiff nochmal halbwegs, also was heißt halbwegs rauszuputzen, ordentlich rauszuputzen. Ich erkenne das von innen nicht wieder, teilweise. Und ja, ich habe so ziemlich auch alles entkernen müssen. Ja, das ist klar bei so einem alten Schiff. Ja, und dann könnt ihr euch dieses Schiff selber nochmal angucken, in alle möglichen Bereiche vordringen, auch den Maschinenraum und sowas, was wir jetzt gar nicht gezeigt haben in der Promotion, nochmal angucken. Und wenn ihr das Schiff mögt, sofern die Promotion hier gut ankommt, können wir uns vielleicht auch nochmal für den Rundgang begeistern, das Schiff. Aber das bleibt dann dem Auditorium überlassen, wie gut das jetzt hier in der Community ankommt und wie sehr da der Bedarf da ist, dass man so einen Rundgang macht. Ich darf mich also wieder verabschieden. Ich denke, Jo, du hast auch nichts mehr auf dem Herzen. No. Dann bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute. Tschüss.